Fuchsberger erzählt, dass die Spiele für seine erste Spielshow im westdeutschen Fernsehen 1960 in Amerika in der Psychiatrie entwickelt wurden. Und dann wird er gefragt von Rudi Carrell, und wie viele Verrückte haben da bei dir zugeschaut? Großes Gelächter im Studio. Und Fuchsberger sagt, ja, eine gestörte Nation, eine verrückte, eine paranoide Nation. Zack, aus. Der Zufallsfund dieses Zitats hat sich halt verbunden mit ganz unbestimmten Gefühlen und einer Sammlung von Materialsplittern, die ich schon hatte. Man kann da ganz kurz sagen, ich dachte, es wäre mal wichtig, etwas zu machen über den Quellcode BRD. Also wie ist denn diese Nachkriegsgesellschaft in Deutschland-West entstanden, aus der Perspektive jemandes, der aus dem östlichen Teil Deutschlands kommt. Und da kam mir der Fuchsberger, dieser zufällig gesehene Ausschnitt, das war wie so der Anstoß, dann konkret mit Recherchen zu beginnen. Ich finde das toll, dass ein Film, der doch eigentlich so ein bisschen spitz und sperrig und mit einem offenen System arbeitet, dass der nach München eingeladen wird in diese Reihe. Da passt er meines Erachtens sehr gut hin. Und ich dachte erst, als die Einladung kam, München, man denkt immer, die Einladungskarten mit Goldschrift, ein gewisses Bling-Bling natürlich. Und den Kontrast fand ich erstmal, ja, ganz trivial, vorher interessant, und muss aber jetzt sagen, das, was ich mitgekriegt habe, was noch an Filmen läuft, das ist eine spannende Reihe geworden.